Hallihallo, hier ist wieder Papa Noob und es geht weiter mit The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Zumindest wenn ich hier in meiner Ferienwohnung im Urlaub einen vernünftigen Sitzplatz finde. Es fehlen mal wieder ein Meter Kabel. Gut. Dafür bin ich im Urlaub angekommen und natürlich krank. Hab jetzt was für den Hals genommen. Ergebnis, die Zunge ist taub, Hals tut noch weh. Egal. Das wollte er nicht hören. Was wesentlich interessanter sein dürfte, es könnte sein, dass Bild- und Tonqualität sich etwas verändert haben. Weil das jetzt das erste Video mit meinem neuen Laptop und der neuen Capture Card. Und was mir direkt bei der Einstellung aufgefallen ist, wir sind jetzt bei 60 FPS in Full HD. Immerhin. So. Aber eigentlich suchen wir hier einen Schrein. Beziehungsweise waren wir hier in der Angelstätte eigentlich fertig? Moment mal. Da latscht noch jemand rum. Und die Palmfrüchte nehmen wir auch noch mit. Ja, okay. Ich muss wahrscheinlich auch irgendwann mal damit anfangen, die ganzen Aufgaben anzugehen. Weil ich nämlich stark davon ausgehe. Ja. So. Ich gehe stark davon aus, dass die eine oder andere Nebenaufgabe erst gemacht werden muss, bevor ich irgendwo anders an einer anderen Stelle weiterkomme. Aber wer weiß das schon so genau? Kein Mensch. Wir probieren es aus. So, jetzt wollen wir erstmal probieren rauszufinden, wo dieser Schrein ist, der mir hier angepiepst wird. So. Okay. Eindeutig hier im Berg. Mal gucken, ob wir da irgendwie oben rankommen. Mist. Ich hatte ja die Hoffnung, dass ich irgendwie leichter hochkomme. Aber dann eher doch nicht. Wundert mich eh schon, dass es nicht direkt schon wieder regnet. So, ich muss auch noch ein paar Sachen hier einstellen an dieser neuen Peripherie. Also es kann mal sein, dass irgendwo der Ton nicht ganz so ist wie gewohnt. Im Idealfall ist er besser als vorher. Bild das gleiche, wenn irgendwas Bestimmtes ist. Ihr was seht oder Ähnliches. Was zur Hölle ist denn das da? Moment. Dürft ihr das gerne mal in Kommentaren loswerden. Ach, das ist ein Wasserfall. Ich dachte, da wäre was Besonderes. Ach so, Quatsch. Drei Ausdauerringe machen sich hier übrigens ganz gut. Oh. Da sollten wir Schleichklamotten anhaben, haben wir sogar. Okay, das hilft nicht wirklich gerade. Mist. Du gehst weg. Du bist heftig verbündet. Das fängt ja gut an. Was habe ich für Schrottwaffen dabei? Au. Moment mal. So, hast jetzt davon. Da ist doch irgendwo ein Pfeil eingeschlagen gerade. Entweder war der von Tulin. Jo. Könnte sein.
da. Nur hat sich's erst dran mit dem ganzen Quatsch hier. Na. So. Lalalala, was ist da wohl drin? Zwei Holzpfeile in einer Riesen. Oh, 10 besser. Gut. Schwupp. Was soll ich mit Hartholz stecken? Okay, da haben wir schon alles, was von Interesse war. Elektrofrüchte. Nicht so schlecht. Dass der mir immer im Weg rumhampeln muss. So, in der Nähe tiefer. Das heißt, jetzt wieder irgendwo eine Höhle oder sowas versteckt. Ah, nerv. Das heißt, wir versuchen jetzt mal hier an den höchsten Punkt zu gehen. So, Moment mal, was haben wir denn hier? So. Ich musste gerade mal das Handy leise stellen. Selbst im Urlaub. Unglaublich. Naja, war mein Fehler. Hätte auch gleich dran denken können. Hä? Warum liegt hier so ein Zeug rum? Hä? Okay, da kann ich ja wohl was bauen. Was ich auch nicht brauche. Ja, das ist schön. Boah. Dann bleiben mir nicht mehr viele Möglichkeiten, außer einmal komplett hier außen rumlatschen. Weil mein Verdacht ist, dass hier irgendwo wieder eine Höhle ist. Die man bestimmt wieder ausgesprochen schlecht finden kann. Wir gehen einmal außen rum. Wenn ich es dann nicht finde, dann dann lassen wir es. Hä? Oh. Dann lassen wir es erstmal kurz sein. Du auch übrigens. So. Dann lassen wir es. Insofern mal kurz sein, dass ich dann das einfach rausschneide. Problem, wenn ich jetzt was schneiden will, ich weiß noch gar nicht, wie ich mit dem Schnittprogramm, das ich jetzt habe, wie ich da irgendwelche Übergänge mitmachen kann. Weil vorher habe ich, haltet euch fest, den guten alten Movie Maker benutzt. Hat einfach funktioniert und nichts gekostet. So, und jetzt habe ich so ein wieder ein Bordmittel mehr oder weniger. Wow. Okay, ich finde hier nichts. Ich muss das Ding erst suchen gehen. Ich habe jetzt wieder so ein komisches Bordmittel. Sprich, die Fotos-App, die kann das tatsächlich auch. Hat mich erstaunt, aber scheint zu gehen. Naja, ich such mal, ich melde mich, sobald ich es gefunden habe. Eine Ewigkeit später. Mein lieber Freund, da oben war ich die ganze Zeit am Suchen. Gefühlt bin ich 56 Mal hier komplett außenrum. Also gefühlt. Praktisch habe ich das da gerade entdeckt. Und ihr könnt euch vorstellen, das hat echt gedauert.
die ganzen verdammten Felsen abzusuchen. Um dann festzustellen, dass es gar nicht nötig ist. Aber da geht's ganz offensichtlich rein. Bin mal gespannt, was da auf uns zukommt. Der Höhleneingang war schon mal richtig mies. Also entweder ich stehe jetzt um die Ecke und da ist direkt ein Segen. So ein Segensschrein. Oder wir kriegen ja drin auch richtig Spaß. Ich tippe mal auf Letzteres. Höhle am das Kidaberg. Mhm. Gut, ich sollte vorher noch was essen. Oh, und ich sollte mir wieder was kochen, glaube ich fast. Ja, so sieht schon besser aus. So, was habe ich da gerade für einen erbärmlichen Bogen gesehen? Einen erbärmlichen, ja. Dann nehmen wir den hier. Spurtechse nehmen wir mal direkt. Okay. So, nochmal von vorne. Hier sehen wir nichts. Ich hoffe, dieses Hin- und Herdrehen der Kamera nervt euch nicht allzu sehr, aber ich gucke mich immer gerne erstmal um, weil ja doch ganz gerne mal was versteckt wird. Und trotzdem finde ich die Hälfte nicht, gefühlt. Was soll das? Hey Dicker, bist du nicht mehr dick genug oder was? Durch da! Das geht wirklich nicht, unglaublich. Na gut. Oh ja, okay. Das probieren wir jetzt mal aus. Geht das dadurch? Och, das haut schon wieder ab. Feigling. Muss ich da wirklich ein Schwert nehmen? Tatsache, es muss ein Schwert sein. Na okay. Das ist mir jetzt aber zu langsam. Also switchen wir wieder zurück auf das Ding hier. So, du kommst bitte nochmal runter, wenn ich schon hier bin. Schau mal, hörst du schlecht. Ich sagte runter. Dann bin ich gleich. So. Das hätten wir doch souverän ausdiskutiert. Ah, da steht eine Kiste. So ist besser. Klopf. Ach so, und da fällt mir noch was ein. Oh, den nehme ich gerne. Da fällt mir noch was ein. Und zwar, was ich noch ausprobieren wollte, war die Latenz der neuen Capture Card, ob die besser ist wie bei der alten. Und zwar hatte ich bei der alten Capture Card immer das Problem, dass zwischen dem, was ich sage und dem, was ihr seht, ab und zu dann doch mal eine gewisse Verzögerung war. Das Bild kam dann gegebenenfalls mal 2 Sekunden später. So, und jetzt können wir das gleich mal ausprobieren, weil wenn ich jetzt sage, drücke ich auf den Knopf, um das da wegzuklatschen. Jetzt. Gut. Wenn das halbwegs zeitgleich war, ist alles gut. Uch, was wollen die denn? Was ist das? Das ist nass. Jetzt dürft ihr mitkommen. Vor allem du, alte Nervensäge. Hä? Das Ding hat aber jetzt extrem wenig Schaden genommen. Ich weiß wieder, warum ich schnellere Schwerter bevorzuge. Hallo. Platsch.
Eine weniger. Oh. Ja, wenn du schon hier liegst. Tulin ist, glaube ich, von denen hier die größte Hilfe. Gut. Das sah ja schon fast souverän aus. Pfeile gibt es auch noch ein paar. Ein Sonnenschein-Kurzschwert, na super. Das habe ich zwar im BOTW ganz gerne benutzt. Oh, gut gemessen daran. Das habe ich im BOTW ganz gerne genutzt. Allerdings, es ist halt nicht sehr stark. Dafür ist es schnell. Und irgendwann war es halt auch einfach zu schwach. Ein Kushin-Schild. Ja, nee, ist klar. So. Jetzt haben wir beide Kisten. Da ist noch ein Feuerstein. Gut, hä? Ja, da sind wir hergekommen. Alles klar. Da können wir uns jetzt hier mal in Ruhe umgucken. So. Blub, 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 blub. Na, für einen Feuerstein. Naja. Bisschen dürftig. Mit Sicherheit gleich wieder so ein ekelhaftes Vieh an der Decke, das weiß ich jetzt schon. Die mag ich nämlich irgendwie nicht. Die sind hässlich und bäh. Die sind wie gelber Schnee. Und gelber Schnee ist bäh. Ich weiß genau, dass ich da hoch muss. Allerdings, ob ich da hochkomme. Ja, genau. Da hege ich gewisse Zweifel. Sag mal, der hält sich nicht mal 2 Sekunden, wenn er springt. Haha. Eine Maxi-Echse. Nicht schlecht. So, hier steht eine Kiste. Du Königsschild. Pff. Ach komm. Schmeißen wir den hier weg. Für den Leuchtpilz fallen wir hier aber nicht runter. So. Klopf mal. Ein Saphir. So. Könnte da unten noch für eine Scheußlichkeit sein. Weiß ich nicht, aber wir gehen jetzt erstmal den Weg hier entlang. Ah, weil da hinten nämlich der Schrein ist. So, den frisst du selbst. Heb mich hinten rum, tschüss. Macht ihr ja mal nicht nach. Ganz im Ernst, ist das alles, was ihr könnt? Bami-Tok-Schrein. Hier ist der Schrein. Ja, das war tatsächlich der Ausschlag, den wir auf dem Sensor hatten. Und
Da ist der Eingang. Alter. Nintendo könnt ihr gemein sein. Da drauf ein Schluck Kaffee. Gluck, gluck. Das ist ja wirklich ein Segen. Hatte ich das nicht vorhin gesagt? Das müsste eigentlich ein Segen sein, weil es ja schon eine Kunst war, den blöden Eingang zu finden. Okay. Why not? Eine Hochleistungsbatterie. Es riecht nicht. Ist recht, passt. Oh, na gut, einer noch und es gibt wieder ein Herz dazu. Auch nicht schlecht. Ja, ja, ja. So, aber wir waren der Höhle noch nicht fertig. Da gucken wir uns jetzt mal noch ein bisschen um. Und die CPU meines Laptops sagt 0,6%, 0,3% und 60 FPS. Na, okay. Meinetwegen. Wo sind die hier? Nee, du nicht. Wo ist denn die Nervensäge? Hier. Warum hat er gerade keinen Blitz eingeschlagen? Was war los? Stellen wir uns hier hin, wenn er das Ding trifft, ist gleich kaputt. was wollte ich? Anderen Bogen ausrüsten. Darf ich? Moment mal, das Gestein ausmog ich das erste Mal ab. Das hat doch was. Schon kaputt. Da hat er dann am Anfang so ein Herz gemacht. So, jetzt muss ich mal gucken, weil dieses Dingens hier ist jetzt weg. Das seltene Erz. So, ah, Kiste. Also ich stelle fest mit... Oh, ein Ishin-Bogen. Der erscheint zwar im ersten Moment ziemlich schwach, aber die Reichweite und Zielgenauigkeit sind hervorragend. So, wo ist er denn? Sehr gut. So, jetzt machen wir das natürlich genau in dem Moment, wo es einen Blutmond gibt. Also im dümmsten Fall sind die gleich wieder alle beide da. Ach, hättest du noch 5 Sekunden warten können, Mensch. Wenn das Blutmond... Wenn die jetzt beide wieder da sind, ne? Dann lassen wir sie gerade, wo sie sind. Ernsthaft. Hallo, aufmachen. Okay. Das war die dümmste aller Möglichkeiten, ehrlich gesagt. Aber egal.
Komm, steh gleich auf. Hallo. Steh nicht mal auf, wenn man ihn umbringen will. Was soll denn das? Kein Anstand hier. Freunde der Sonne, die Höhle ist größer als ich dachte. Ich hatte gehofft, da fällt ins Wasser. Na egal. Das ignorieren wir erstmal vorläufig und schnappen uns sowohl diese Donnerblume als auch diese Kiste. Wir spekulieren jetzt einfach mal drauf, dass der jetzt nicht Pfeil und Bogen hat, mich mit denen angreift. Oh ja, okay. Wo ist Specchino? Hä? Geht doch. Tja, das Seepferdchen kriegt der Mann nicht. So. Jetzt wird mir noch klar, warum es da die Donnerblume gab. Weil wenn Specchino nicht dabei ist, kriegen wir das anders nicht auf hier. Nur noch reicht mir das Loch schon. Wahrscheinlich ist hier nur dieses komische Vieh versteckt. Ich sehe es aber nicht. Sonderbar. Wie heißt das denn eigentlich? Also das, was immer in den Höhlen drin ist und einem so ein komisches Kristall gibt. Ich habe den Namen vergessen. Keine Ahnung. Aber ich nehme an, ihr wisst, wen ich meine. Was ist jetzt schon ein bisschen dürftig? Ach, guck mal, Specki. Komm mal her. Mach mal richtig auf hier. Hä? What? Kommt nicht mal mehr zurück. Ah, doch, hier. Nicht so wirksam hier. Moment mal. Der Höhleneingang geht nur bis da. Kommt mir etwas breiter vor hier. Da müssen wir nochmal zurück. Und jagen da wirklich nochmal einen Bombenpfeil rein. Ja, passt. Ich kann jetzt nämlich nicht völlig ausschließen, dass da noch was nebendran ist. Ich bin da. Ja, ich glaube es fast nicht, aber ausschließen kann ich es halt nicht. So, ey, du bist da drauf, Vogel. Naja, wahrscheinlich ist da nichts mehr nebendran, aber wir tun das. Komm, verschwenden wir noch einen. So. Was haben wir denn hier?
Oh, ich habe die Spritkröte ermordet. Entschuldigung, Kröte. Gut, ich glaube, dass das im Prinzip die ganze Höhle war. Wenn man sich ansieht, dass wir hier rein sind, da drüben der Schrein, wann wir jetzt hier sind, mein lieber Freund. War ich da oben schon? Mist, ich verliere die Orientierung. Mist. Mal gucken, wo wir da rauskommen. Dem Grunde nach ja schon da, wo ich rauskommen wollte, aber... Hi. Oh. Der war schnell erledigt. Extrem schnell. Hey. Rammlein, Mensch. Ja, gut, okay. Klauen wir denen noch die Beleuchtung ins Abendessen. Sind eh beide tot. Brauchen es nicht mehr. Da schnappen wir uns nochmal so eine Donnerblume. Auch kein Schaden. Hey. Hallo? Was machst du denn? Lauf da einfach hoch. Nee, oder? Doch. Also wer BOTW gespielt hat. Hier drunter war früher ein Hynox. Den habe ich immer von da oben aus angegriffen. Ach, da hier kommt man auch rein. Okay. Gut, soll mir recht sein. Tja. Jo. Das war jetzt gerade nicht ganz so intelligent. Da, wo früher der Hynox war, ist heute ein Ivarok. Ich mir jetzt überhaupt nicht. Den hätte ich jetzt echt nicht gebraucht. Was ist denn das? Oh, zumindest kann man ja gut in Deckung gehen. Immerhin etwas. So. Die, der hat sich ja nicht beruhigt. Oh, Nervensäge. Auf den habe ich gar keinen Bock jetzt. Ist egal. Ich beende den Teil jetzt eh an der Stelle. Und machen wir das nächste Mal an einer anderen Stelle weiter, beziehungsweise hier weiter und suchen uns eine schönere Stelle ohne Ivarok. Da habe ich jetzt gerade keinen Bock drauf, ehrlich. Ich weiß nicht, was mit dem jetzt soll. Da geht es aber übel nach oben. Naja, gut. Gucken wir uns um und überlegen uns, wo es das nächste Mal weitergeht. Und bis dahin dürft ihr gerne meinen Kanal abonnieren, meine Videos kommentieren. Ihr solltet die Glocke aktivieren, damit ihr nichts verpasst. Und genießt euer Leben. Bis denn dann. Tschüss.